Weil uns das Kochen mit dem Thermomix so viel Spaß macht, haben wir uns jetzt noch ein weiteres Zubehörteil besorgt, nämlich die Messerabdeckung von Vorwerk für den Thermomix. Hiermit ist es möglich, speziell noch andere Gerichte zu kochen, beziehungsweise vor allem Fleisch zu garen und das wie ein Profi ja zuzubereiten. Dazu gibt es auch eine extra Anleitung, es gibt dort dafür extra Rezepte. Und ja, wie das Ganze dann im Detail aussieht, zeigen wir euch hier. Die Abdeckung mit der Gebrauchsanleitung. Und ihr seht jetzt nochmal, es wird dann das unten das Messer abgedeckt. Das ist die Abdeckung. Machen wir mal auf. Wie das Ganze im Thermomix dann ausschaut, das schauen wir uns jetzt an. So, hier haben wir also unseren Thermomix-Topf. Den öffnen wir einmal. Und dann sehen wir auch hier das Messer. Und dann soll das Ganze, wenn ich die Anleitung richtig verstehe, einfach da drauf gesetzt werden. Da ist ein Pin. Und wir gucken einfach mal. Wir setzen es drauf und das scheint schon gewesen zu sein. Relativ einfach. Schauen wir mal was in die Anleitung. Setzen die Messerabdeckung von oben auf das Mixmesser. Die Seite mit den beiden Anfassern 1 zeigt dabei nach oben. Okay. Richtig eingehakt. Ja, ich weiß nicht, was einhaken heißt. Es sitzt zumindest relativ fest. Die beiden Anfasser hier sind oben und damit ist das drauf. So sieht das Ganze aus. Die Messer sind dann abgedeckt und was wir damit kochen können, das zeigen wir dann in einem separaten Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.